Hey und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim und heute zeige ich euch, wie ihr eigene hochwertige Materialien für eure Projekte erstellt. Materialien verleihen eurer Planung Leben und Authentizität, indem sie Oberflächenstrukturen, Farben und Lichteffekte simulieren. Besonders bei Holz, Stoffen oder Fliesen spielt das eine große Rolle. Damit die Materialien im Picom Planner ihre volle Wirkung entfalten können, könnt ihr sie mit Texturebenen anreichern. Ich zeige euch heute, wie das geht. Der Picom Planner nutzt als Materialmodell das Physically Based Rendering, kurz PBR. Um es kurz zu erklären, ein Material kann Licht zurückwerfen, es brechen oder es absorbieren. Diese Möglichkeiten zur Interaktion mit Licht werden durch die Materialeigenschaften gesteuert. Wer dazu mehr wissen möchte, kann gerne auf den weiterführenden Link in der Beschreibung klicken. Die Materialien aus dem integrierten Materialkatalog sind bereits für das PBR-Modell optimiert. Aber wie sieht es aus, wenn ihr eigene Materialien erstellt und Texturen hinzufügt? Im Materialeditor habt ihr eine Übersicht über alle Materialien eures Projekts. Mit dem Plus-Button könnt ihr jetzt ein neues Standardmaterial erstellen. Wisst ihr schon, was für ein Material ihr erstellen wollt, könnt ihr mit dem kleinen Pfeil auch eine Vorauswahl treffen, wie zum Beispiel ein Holzparkett. Um eine gute Basis für das Material zu legen, ist es wichtig, hochauflösende Bilder als Texturen zu verwenden. Diese findet ihr an vielen Stellen im Internet. Fügt dem Material nun eine Textur mit dem Button rechts hinzu. Jetzt könnt ihr euer Material dem gewünschten Objekt per Drag-and-Drop hinzufügen. Um noch mehr aus euren Materialien herauszuholen, habt ihr darunter weitere Einstellungsmöglichkeiten wie Rauheit oder Reflexion. Passt die Werte entweder mit dem Schiebereglern an oder fügt Texturebenen hinzu. Diese Texturebenen können zum Beispiel Normal Maps oder Rauheitsmaps sein und verleihen eurem Material noch mehr Struktur. Es ist ganz einfach, diese Maps online zu erstellen. Zum Beispiel mit dem Tool Normal Map Online. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Zieht eure Textur ganz einfach per Drag and Drop in das Feld auf der linken Seite. Nun ist eine Vorschau der Normal Map zu sehen, die ihr anpassen und danach herunterladen könnt. Passt mit Hilfe der Schieberegler die Stärke und Intensität so an, dass die Struktur des Materials gut hervortritt. Beim Parkettboden sollten die Parameter nicht zu hoch sein, damit die Kanten nicht zu hart wirken. Für die Rauheit und Reflexion erstellt ihr eine sogenannte Specular Map. Erstellt ruhig mehrere Versionen, bis ihr ein Gefühl für die Wirkung bekommt. Zurück im Picom Planner könnt ihr jetzt die Texturebene genau wie die Textur selber mit dem Button rechts neben der Eigenschaft einfügen. Hier seht ihr einmal einen Vergleich, wie das Material ohne Texturebenen und wie es mit einer Normal Map und einer Specular Map aussieht. Verbessert mit diesen einfachen Mitteln eure Materialien, um euren Planungen mehr Professionalität zu verleihen und das Vertrauen in eure Entwürfe zu stärken. Schaut euch auch gerne unser Video mit 5 Tipps für realistische Renderings an. Falls ihr Fragen rund um das Thema Materialien habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.